Der Megalodon. Legende oder Realität? Manche behaupten, er würde noch heute die Gewässer einiger Arenen unsicher machen. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash Royale mit Winifred. Heute ist Geburtstag. Heute ist der einjährige Geburtstag von Clash Royale. Vor einem Jahr gab es den Global Release und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Clash Royale. Aber ich habe mir zum einjährigen Geburtstag dieses Spiels, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar ein ganz besonderes Kartenkonzept, was ich schon etwas länger vorhatte mal zu zeigen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Der Megalodon. Lebt er? Ist er immer noch unter uns? Ist er immer noch da? Oder lebt er vielleicht nicht mehr? Ich muss das mal eben gerade raussuchen. Ich habe das ja eben erstellt mit dem Clash Royale Kartenmaker, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Also, der Megalodon. Der Megalodon, ein prähistorischer Riesenhai. Legende oder Realität? Manche behaupten, er würde noch heute die Gewässer einiger Arenen unsicher machen. Ja, so sieht es aus. Habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ich werde auch gleich noch ein paar Sachen erzählen zu dem Megalodon. Ein Biest. Ein Biest von einem Hai. Ohne Witz, das Viech ist einfach nur gigantisch. Aber bevor wir jetzt gleich darüber reden, es ist heute die Sammelherausforderung, also die sogenannte Draft Challenge Auswahlherausforderung. Auswahlherausforderung zum 10. Mal, glaube ich, und ich würde sie jetzt natürlich... kann ich ja noch gar nicht. Ha, ich bin so blöd. Die ist ja erst in 22 Stunden und 39 Minuten. Wir können aber ein Testspiel machen mit der Sammelherausforderung und nehmen einfach mal, weiß ich jetzt nicht, irgendwas. Nehmen wir ruhig mal Ausbildungslager. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen erzählen darüber, über den Megalodon. Was hat es damit auf sich? Wohnt er vielleicht immer noch in den Gewässern mancher Arenen oder vielleicht auch nicht? Und ich hoffe mal, jemand nimmt jetzt an. Und ansonsten machen wir einen kurzen Cut, aber ansonsten werde ich euch schon mal ein bisschen was darüber erzählen, über den Megalodon. Also, der Megalodon ist ausgestorben, angeblich. Man weiß es nicht, er wurde vielleicht schon gesichtet. Das ist so ein bisschen wie so Yeti, oder Bigfoot, oder, hier, wie heißt das andere Ding nochmal, Loch Ness. Genau, Loch Ness, das sind so die Sachen, man weiß nicht genau, lebt es noch, lebt es nicht. Also, wahrscheinlich lebt der Megalodon natürlich nicht mehr, aber es wird so wenig erforscht von den Tiefen des Meeres. Ungefähr, glaube ich, 5% oder so. Von daher, man weiß es doch nicht, ob er noch lebt oder nicht. Er sagt jetzt schon, gutes Spiel. Das ist gut. Ah, gegen Appleman. Gegen den Appleman. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier so hinbekommen. Ich werde natürlich zwischendurch... Es ist natürlich jetzt ein Spaßspiel, deswegen werde ich versuchen, immer noch zwischendurch mal ein bisschen was zu erzählen über unseren kleinen Freund aus der Tiefe. Was macht er denn jetzt? Okay. Ich muss jetzt mal eben gucken, dass ich das mal... Dass der Giftzauber nicht komplett mir alles kaputt macht. Ich weiß aber nicht, was habe ich denn für Karten? Alter, was hat er mir denn für Karten gegeben, der Benny? Ist es wahr? Vor allem, wie langsam ist bitte der Megalakai? Megalakai? Megalakai und Megalodon? Sind sie verwandt? Stammen sie voneinander ab? Wer weiß? Ich habe ziemlich viele Lufttruppen, aber da hat er sich vertan, glaube ich. Yep. Aber wobei, hat er sich vertan oder hat er sich nicht vertan? Das ist natürlich jetzt auch die ganz große Frage. Komm, mach ihn schnell. Nein, zu früh. Nein, jetzt kann er wieder den Giftzauber setzen. Das ist natürlich nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie ich durchkommen soll überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt einmal durchkommen soll. Oh, wir sind einmal durch. Zitat, ich weiß nicht, wie ich einmal durchkommen soll. Oh, wir sind einmal durchgekommen. Na, Fritz Logik 2017 auf jeden Fall. Er hat aber immer den Giftzauber. Aber ist der Megalodon? Megalodon. Megalodon verwandt mit dem Megalakai? Man weiß es nicht. Ich habe immer Angst, dass er gleich noch hier rauskommt. Da aus der Mitte, da wo ich den gerade hinsetze. Dass er da rauskommt vielleicht. Wer weiß. Er kann immer wieder den Giftzauber setzen. Hier, das ist natürlich nicht so gut. Also wäre schon, also das würde ich, ich habe es schon bei Clash of Clans so oft gesagt. Ich würde es feiern, wenn es das gäbe. Ich würde es wirklich feiern, wenn es das gäbe. Er kann immer wieder was setzen. Also in diesem Spiel habe ich keine Chance. Ich werde das Spiel auch verlieren, weil ich kann nichts machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich irgendwie Schaden austeilen soll oder so. Keine Ahnung. Ich kann den Feuerball jetzt setzen, aber das bringt dann auch nichts. Wir können ein bisschen Schaden an seinem Turm machen, aber dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Über den Megalodon zu reden. Allein das Problem ist, das ist auf meinem anderen Bildschirm und da müsste ich rüber gucken. Das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir noch 47 Sekunden. Ja, die sind natürlich jetzt gleich auch noch... wobei sie sind noch ein bisschen tot. Echt, ich habe ihm ja... Stimmt, was habe ich ihm denn alles gegeben? Ich habe ihm den geilsten Schissel hier gegeben. Nämlich den Blitz.
Was habe ich ihm noch gegeben? Blitz und Rakete. Er kann natürlich immer wieder die Rakete setzen. Das ist natürlich ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Ein Gift hat er. Ey, das ist echt. Das ist manchmal, das hasse ich manchmal so an dieser Herausforderung, dass du teilweise die Karten einfach so scheiße kriegst. Aber gut, dann nutzen wir die Zeit noch und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Also, der Megalodon wurde. Also ist ausgeschoben angeblich. Und das ist 15 Schätzungen gehen davon aus, 15,9 bis 20,3 Meter Länge. Das ist natürlich ziemlich groß. Und er soll angeblich bis vor 2,6 Millionen Jahren gelebt haben. Also das Viech ist ein Biest des Jahrtausends. Ohne Witz, das ist so groß. Es ist unglaublich. Das Viech ist einfach nur so groß. Ich würde es feiern. Ich würde es feiern auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir machen. Ich persönlich komme nie klar, wenn der Gegner den Ballon hat. Deswegen setze ich einfach den Ballon. Aber ich versuche natürlich auch ein bisschen noch. Was heißt, steht? Neuere Studien vermuten aber eher, dass der Megalodon weniger nah mit dem Weißtal verwandt war. Und ordnen das hier verschiedenen Gattungen zu. Alter, ich weiß es nicht. Aber ich habe den Päcker. Hey, ich hab viel Glück gewünscht, er fick dich. Oh, Entschuldigung, das muss ich mal eben kurz überpinseln mit einem grafischen Sound. Was hat er denn gehabt? Ich weiß gar nicht, was er hatte. Ich weiß es gar nicht, was er hatte. Ich glaube, er hatte den Feuerball. Nee, den Feuerball hatte ich selber. Was hatte ich denn noch? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Was hatten wir denn an Karten überhaupt? Ich bin gerade total verwirrt, weil ich nebenbei auch noch die ganze Zeit Wikipedia lese. Ah, was hatten wir denn noch? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss auch gleich mal noch irgendwie überlegen. Oh, wir kriegen einen Schlag. Ja, gib ihm doch auf die Omme. Genau. Da ist der Turm down. Da war sowas von down. So. Upsi. Upsi. Habe ich deinen Turm zerstört? Upsi. Upsi. Okay, das ist lachhaft. Oder wir versuchen ihn jetzt mal sowas von aus dem Konzept zu bringen, dass er gar nicht mehr klarkommt. Das wird natürlich gleich. Ah, das Schweinchen wird noch nicht kommen. Das Schweinchen kommt gleich. Aber sollen wir mal probieren? Doppelkombi? Ah, okay, das ist gut. Die können wir beide auf einmal wegmachen. Ah, nicht ganz, aber zumindest schon mal ein bisschen. So. Ihr kümmert euch jetzt mal darum. Die Lakaien gehen nach oben. Allerdings hat er den Turm jetzt auch schon ganz gut weg. Na, brauche ich noch nicht. Den Freeze brauchen wir noch nicht. Aber unser Päcker, ey, der Päcker ist so das laufende Äquivalent zu dem Megalodon. Ohne Witz, der Päcker ist das laufende Äquivalent zu dem Megalodon. Ohne Witz, das Ding, ey, das wäre so geil. Wenn er aus der Mitte von dem, das wäre so überraschend. Du spielst auf einmal, kommt auf einmal das Viech raus. Ich würde so lachen. Das wäre geil. Das würde ich feiern, Leute. Das würde ich feiern, wenn der Megalodon plötzlich aus den Tiefen des Wassers auf einmal rauskommen würde und dann würde er alles zerstören. Nein, ich habe mich vertan. Ah, ärgerlich. Ich habe den Freeze falsch gesetzt. Leider habe ich den Freeze falsch gesetzt. Er wird jetzt noch dem einen auf jeden Fall. Oh, er hat den beiden auf die Omme gegeben. Ey, wir kriegen keinen Schlag mehr. Deswegen muss ich jetzt mal eben überlegen, wie wir das jetzt am geschicktesten angehen, dass wir nicht mehr unbedingt noch den Turm verlieren, aber wir verlieren den Turm. Verdammt, wir verlieren den Turm. Los, Leute. Nochmal einmal Offensive hier. Nochmal einmal hier in die Offensive gehen. Frost, komm. Ja, wobei, dadurch, dass ich die da keinen habe, schaffen wir es. Pass mal auf, Leute. Dadurch, dass ich die da keinen habe, schaffen wir es jetzt. Ja, wir schaffen das. Upsi-pupsi. Wollen wir nochmal ärgern? Es ist nur Spaß, Leute. Aber trotzdem werde ich jetzt das Smiley-Limit ausreizen. Bis die Schwarte kracht. Ich hab's geschafft! Nein, ich hab's ausgereizt. Na egal. Ach man, ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr erzählt. Ich werde euch, glaube ich, einfach mal den Wikipedia-Artikel darunter verlinken. Dann könnt ihr euch das mal nachlesen. Vor allem, Schätzungen gehen davon aus, das Ding könnte angeblich bis zu 103 Tonnen wiegen. Also, Es ist krass. Ich hab mich da mal so ein bisschen reingelesen in die ganze Geschichte und ich muss sagen, ich war schon ziemlich
Ich war schon ziemlich angetan von dem Viech, muss ich wirklich sagen, weil immer so, das ist immer so diese Legendenbildung, ne? Wenn du mal nicht weißt, ist das, lebt das Ding noch? Es wurde kaum was erforscht bisher von dem Grund des Meeres, der ja wirklich an einigen Stellen sehr, sehr tief ist. Der Marianengraben, da waren sie ja schon drin und es ist teilweise schon recht lustig. Es ist teilweise schon recht lustig, was da für Legenden dann auf einmal aufkommen. Deswegen, oh nein, das war blöd. Das war der dümmste Move aller Zeiten. Das war der dümmste Move, den jemals jemand gemacht hat. Oh nein. Da die Goblin-Gang hinzusetzen, das war dumm. Aber ist egal. Vor allem ist das jetzt, ich verliere jetzt wahrscheinlich gegen einen Neuner. Ich verliere gegen einen Level 9, weil ich zu blöd bin und mich nicht konzentriere. Das ist gut. Das wäre doch mal ein geiler Abschluss. Das wäre ein geiler Abschluss dieser Sendung, wenn wir gegen einen Level 9er verlieren würden. Das wird nicht passieren. Ich schwöre euch, das wird nicht passieren. Ich muss wieder hoch mit dem Pokal. Das geht nicht, dass ich weit unten rumrödel hier. Die Hexe ist da vorne. Da werde ich jetzt allerdings den Giftzauber nicht benutzen. Wir setzen jetzt schön hier mal unsere kleine Musketierin hin. So, der Ofen hat schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ja, diesmal aber nicht, Kollege. Komm, diesmal nicht. Diesmal wird der Bowler dich sowas von kaputt machen. Ich habe ja noch den Friedhof. Oh, ne, wir nehmen ruhig noch den Ofen. Nummer 2. Und wie gesagt, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich fand halt die Draft Challenge. Also, es steht ja noch das im Raum mit den Team Battles. Das wäre natürlich relativ cool, muss ich sagen. Es ist sehr wahrscheinlich, glaube ich, dass es kommt. Wäre ganz cool, wenn es kommen würde. Aber jetzt halt so die Draft Challenge alleine als zum Geburtstag ist halt dann ein bisschen wenig. Aber so ein Truppenkonzept, dachte ich mir, ist mal wieder Zeit für ein cooles Truppenkonzept. Das wäre geil. Megalodon. Er wird wahrscheinlich nie kommen. Er wird wahrscheinlich niemals irgendwas kommen, was da im Meer rumrödelt. Bei Clash of Clans weiß ich es auch nicht. Das ist das gleiche wie mit dem Schiff, ne? Du weißt nicht, kommt es jetzt jemals oder kommt es nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist ja cool. Ich würde es richtig feiern, wenn es kommen würde. Aber ihr wisst es. Realität und meine Erwartungen, das ist dann öfter schon mal ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt holen wir uns mal eben alle drei Türme. Jetzt habe ich aber hier die Faxen endgültig dicke hier. Jetzt geht's rund. Jetzt holen wir uns mal eben den Rest. So, einen Giftzauber noch drauf, falls er da oben was setzt. Und ja, er hat einen Fehler gemacht. Er hat da was hingesetzt an den Turm. Deswegen holen wir uns jetzt noch den mittleren Turm, kriegen noch unsere Truhe und dann können wir doch beruhigt. Da muss ich gleich. Gegen wen haben wir denn eben überhaupt gespielt? In der Challenge. Aber was gegen Buntbarsch? Ich weiß es gar nicht. Was gegen Buntbarsch? Oh, Goldgruhe. Gegen Gruselburg. Da muss ich Gruselburg gleich erstmal schreiben, dass das nicht ernst gemeint war, unsere Smiley-Spammerei. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut, noch einen schönen Tag. Das Mikrofonvideo habe ich im Hinterkopf. Das wird auch noch kommen, die Tage. Da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Bevor ich das eine Mikro wieder umschicke, dann müsst ihr dann entscheiden, welches bleiben darf und welches nicht. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Tschüss.